Verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei Verspielt. Heute zu einem neuen Review und zwar zu Lamaland. Es ist erschienen bei Lookout. Der Autor ist Phil Walker Harding und er vereint in diesem Spiel eigentlich zwei Mechaniken, die er schon irgendwie ein bisschen benutzt hat, nämlich eben diese Puzzle-Mechanik, die man aus Hexenhaus bekannt ist, mit dem in die Höhe bauen und der Puzzle-Mechanik von Bärenpark, wo man eben versucht, seinen Park zu bauen. Das wird hier geschickt kombiniert, denn in Lamaland versucht man eben hier diese Hochplateaus nachzubauen, Ernten einzufahren, die Lamas anzulocken in gewisser Weise, obwohl sie dich dann behindern beim weiteren Bauen. Aber sie bringen eben die entsprechenden Punkte, die man eben haben möchte, um letzten Endes den Spielsieg zu erringen. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr Lamaland jetzt im Prinzip fertig aufgebaut. Wie immer habe ich hier nur einen Spieler aufgebaut. Sonst würde auch jeder noch beteiligte Spieler eines dieser Bretter bekommen, mit denen er startet. Seine vier Marker, mit denen er seine Ziele bzw. Aufträge markieren kann. Drei Fundamente bekommt jeder Spieler und der Startspieler bekommt diesen Hirtenstab. Danach werden drei rosa Zielkarten zufällig aus den verfügbaren gezogen und vier von den blauen. Alternativ im Expertenspiel kann man statt den rosa Siegkarten auch die goldenen verwenden und von diesen drei statt den rosa Karten platzieren. Der Unterschied, den zeige ich euch dann nachher gleich oder beziehungsweise am Spielende nochmals. Dann werden alle von diesen Puzzleteilen der gleichen Art sortiert. Die Waren und Münzen kommen in den allgemeinen Vorrat, genauso die Lamas. Aus diesen Karten wird ein Stapel gebildet und von diesen werden fünf offen ausgelegt. Das sind Helfer, die man dann während des Spiels erwerben kann. Und dann muss man noch aus diesen Lama-Karten von in diesen drei verschiedenen Sorten, hier gibt es eben einmal Kartoffel, einmal Kakao und einmal Mais, entsprechend der Spieleranzahl eine bestimmte Anzahl an Karten per Zufall bestimmen und diese werden dann nach ihren Werten von oben nach unten sortiert. Im Zweierspiel werden eben sechs Karten von jeder Sorte rausgesucht, im Dreierspiel acht Karten und im Viererspiel elf Karten, die dann sortiert werden. Diese Karten haben nämlich auch damit zu tun, wie lange eine Runde Lamaland gespielt wird. Sollte nämlich dann im späteren Spielverlauf nur mehr eine Sorte von Lama-Karten vorhanden sein, dann wird das Spielende eingeläutet. Die zweite Möglichkeit, wie das Spiel endet, ist, wenn insgesamt nur vier von diesen Teilen hier im Vorrat ausliegen würden, dann würde auch das Spielende eingeleitet werden. Der Startspieler bekommt keinen Vorteil, alle anderen im Uhrzeigersinn folgend bekommen eine Münze, der nächste zwei Münzen und der vierte Spieler, sollte einer mitspielen, würde dann drei Münzen, obwohl das war eine Kartoffel, drei Münzen bekommen. Das Ziel des Spieles ist es, möglichst viele Punkte zu machen. Punkte bekommt man von diesen Lama-Karten. Die Zahlen, die hier aufgedruckt sind, sind die entsprechenden Punkte. Und Punkte bekommt man auch von diesen Auftragskarten, je nachdem, wo man dann den Marker platziert hat. Und natürlich muss man auch den entsprechenden Auftrag erfüllt haben, um die angegebenen Punkte, hier eben vielleicht 12, 9 oder 6, tatsächlich zu bekommen. Beim Zwei-Personen-Spiel ist es auch noch so, dass man auf die mittlere Reihe keinen seiner Marker legen darf. Die sind wirklich alle drei, sind nur im Dreier- oder Vier-Personen-Spiel vorhanden. Im Zwei-Personen-Spiel kann man eben nur auf den höchsten oder auf den niedrigsten Platz sich legen. Natürlich möchte man immer auf den höchsten Platz liegen, denn hier bekommt man dann bei Erfüllen des Auftrags auch tatsächlich die volle Punktzahl. Während seines Spielerzuges, das Spiel geht immer reihum, hat man zwei Möglichkeiten. Das erste ist, man muss immer aus dieser ganzen Auswahl von Plättchen eines sich aussuchen und entweder auf sein Gebiet oder neben sein Gebiet anbauen. Ich werde jetzt zum Beispiel hier einfach mal daneben anbauen. Das bedeutet, ich vergrößere mein Gebiet, so wird das auch bezeichnet, dieser Schritt,
Und wenn ich mein Gebiet vergrößere, passiert momentan mal gar nichts, aber ich darf jetzt einen von meinen Aufgaben, Zielmarkern, auf eine der ausliegenden Karten legen und ich entscheide mich einfach mal hier für die. Das bedeutet, ich möchte am Spielende mindestens fünf von diesen Helferkarten hier in meiner Auslage haben, dann würde ich diese 12 Punkte bekommen. Das gleiche ist hier, 5 Münzen möchte man zum Schluss haben, dann würde man auch die Punkte bekommen. Hier möchte man vier Karten von diesem Mais-Lamas haben in seinem Besitz. Hier sollte man 4 Lamas auf unterschiedlichen Ebenen haben. Hier haben wir ein Lama, also 2 Lamas auf der Ebene 4 müssen platziert werden. Das sind dann die Ebenen, die werden hier so gestapelt. Hier möchte man 4 Lamas in einer Reihe oder Spalte platziert haben. Und hier sollten die Lamas oder 2 Lamas 11 Felder auseinanderliegen, um diese Aufträge zu erfüllen. Da gibt es noch mehr, das sind jetzt eben nur die mal, die hier wirklich ausliegen. Spielt man mit den Expertenregeln, dann kann man sich sowohl hier, hier und hier platzieren und dann werden die Punkte dementsprechend vergeben. Derjenige, der das Ganze am besten erfüllt, also hier die meisten Mais-Lamas hat, würde 15 Punkte bekommen, der Zweitmeister 12 und der Drittmeister nur 9 Punkte. Und das gibt es eben für die verschiedensten Aktionen. Also hier wieder diese Helferkarten, die Münzen, beliebige Lamas, ganz egal, und eben die 3 entsprechenden Sorten. Wir sind jetzt wieder zurück. Ich habe gerade mein Spielfeld vergrößert und habe eben diesen Marker hier platziert. Sollte es irgendwann im Spiel vorkommen, dass alle meine Marker, ich lege es jetzt mal hier so oben hin einfach, platziert worden sind, kann man auch jedes Mal, wenn man wieder sein Gebiet vergrößert, einen dieser Marker nehmen und wenn man merkt, okay, das schaffe ich sowieso nicht mehr, darf man ihn auch noch umplatzieren. Natürlich kann es auch sein, dass ein Gegenspieler dann irgendwann vielleicht mal eine der obersten Positionen wieder öffnet, dann hat man halt die Chance, sich wieder auf den bereits vorher belegten, jetzt aber wieder freien Platz zu platzieren. Nachdem ich mein Gebiet vergrößert habe, ist der nächste Spieler an der Reihe und wenn ich an die Reihe komme, kann ich wieder eines dieser Plättchen aussuchen und in mein Gebiet anbauen, entweder zum Vergrößern wie bereits vorher oder zum in die Höhe bauen. Und in die Höhe bauen ist in diesem Spiel sehr sinnvoll, denn wenn man Plättchen platziert und bestimmte Felder überdeckt, bekommt man dann eben die entsprechenden Ressourcen, die man auch benötigt, um diese Lama-Karten zu erfüllen oder um auch Helfer anzuwerben. Und das schauen wir uns jetzt gleich genauer an. Würde ich dieses Plättchen hier so platzieren, dann würde ich in diesem Fall 2 Kartoffeln, eine Münze und eine Helferkarte bekommen. Man bekommt immer die entsprechende Ressource, die überdeckt wird, in der Anzahl, die überdeckt wird, hier eben 2 Kartoffeln. Und diese Dörfer bedeuten, man darf sich eine dieser offen ausliegenden Helferkarten aussuchen. Also, angenommen, ich lege das jetzt so hier hin, dann waren das 2 Kartoffeln, die ich hier in meinem Vorrat platziere, eine Münze. Und ich darf mir eine Helferkarte aussuchen. Und bei diesem Punkt möchte ich euch gleich mal die Helferkarten genauer zeigen. Hier gibt es eigentlich 2 verschiedene Arten. Diese hier erlauben mir einen vorteilhafteren Tausch. Hier kann ich einen Kartoffel ausgeben, um eine Münze zu bekommen, oder eine Münze, um einen Kartoffel zu bekommen. Denn normalerweise ist es so, 2 Münzen ersetzen jeweils eine Ressource. Also hier kann ich einmalig, das darf ich dann nicht immer eine Münze gegen einen Kartoffel, sondern wirklich pro Spielzug nur einmal benutzen. Wenn man eine Karte öfters hat, kann man diesen Tausch dann natürlich öfters durchführen, vorteilhaft. Dazu benutzen, um eben entsprechende Vorteile im Handel zu haben. Das gleiche gibt es hier mit Mais, das gleiche kann auch sein mit Mais gegen Kakao. Und dann gibt es auch noch diese Art von Karte. Bei diesen ist es so, wenn man eines von diesen Plättchen hier nimmt und ein entsprechendes Feld abdeckt, das hier angegeben ist, bekommt man diesen Vorteil. In dem Fall würde ich mit einem neuen Landschaftsfeld eine Münze abdecken, würde ich eine zusätzliche Münze bekommen. Hier würde ich 2 Mais abdecken, würde ich
einen zusätzlichen dritten Mais bekommen. Diese Karten gibt es natürlich genauso mit Kakao und mit Kartoffeln. Was es auch noch gibt, ist das hier. Wenn ich mit einem Landschaftsteil ein Dorf überdecke, bekomme ich jedes Mal eine Münze. Und wenn ich mit einem Landschaftsteil ein Feld von jeder Sorte überdecke, bekomme ich sogar zwei Münzen als Bonus. All das ist hier in diesem Helferstapel vorhanden. Sollte man einen Helfer aussuchen dürfen und keiner der offen ausliegenden gefällt einem, ist es auch möglich, eine verdeckte Karte vom Stapel zu ziehen und diese als Helfer zu bekommen. So, ich hätte mich an dieser Stelle jetzt einfach mal für diesen Helfer hier entschieden und den lege ich auch irgendwo in meinem Bereich ab. Danach wird wieder sofort ein neuer aufgedeckt, das Spiel geht im Uhrzeigersinn weiter. Angenommen, ich hätte jetzt hier einmal drei Kartoffeln schon bekommen während meiner Züge und zwei Münzen. Das würde bedeuten, ich kann jetzt wieder in meinem Zug irgendetwas abdecken oder anbauen. Ich würde vielleicht jetzt mal das hier so machen und das hier so hinlegen. Das heißt, ich bekomme einen Mais und wieder eine Helferkarte. Da nehme ich mir vielleicht die einfach mal. Die lege ich auch hier irgendwo hin. Dann bekomme ich fürs Abdecken noch den Mais. Und jetzt ist es so, dass ich 1, 2, 3 Kartoffeln habe und 2 Münzen. Das bedeutet, ich könnte mir jetzt diese Lama-Karte hier kaufen, weil ich 4 Kartoffeln für diese benötige. Alle Lama-Karten benötigen immer 4 der entsprechenden Sorte. Da ich aber hier auch noch eine Kartoffel gegen eine Münze tauschen kann, ist das natürlich vorteilhafter für mich, denn dann muss ich nicht beide Münzen ausgeben, gebe die 4 Kartoffeln in den Vorrat ab und bekomme jetzt diese Lama-Karte, die ich auch irgendwo mal da in meinem Spielerbereich sammeln werde und habe somit 12 Punkte bekommen. Zusätzlich muss ich jetzt auch noch eines von diesen Lamas in meinem Gebiet platzieren und Lamas platziert man immer in diesen hellgrünen Feldern. Zu bedenken gilt allerdings, überall wo ich ein Lama hinstelle, kann ich natürlich nicht mehr weiter in die Höhe bauen. Das ist nicht möglich, weil man die Lamas eben schlecht abdecken kann mit diesen Plättchen. Das heißt, irgendwie behindern dich diese im weiteren Spielverlauf und man sollte eben gut überlegen, okay, wo werde ich sowieso nicht mehr in die Höhe bauen und dort platziere ich eben mein Lama. Und wichtig ist auch beim Lama platzieren, daran zu denken, diese Aufträge möglicherweise zu erfüllen, indem man sie eben auf die entsprechende Ebene oder alle in einer Reihe oder Spalte oder wie auch immer platziert. Also beim Lama platzieren kommt es dann viel darauf an, was hier bei diesen blauen Aufträgen ausliegt. Noch ein kurzer Nachtrag zu den Helferkarten. Die Helferkarten, die einen Platzierungsbonus geben, sind immer erst ab der nächsten Runde verfügbar, wenn man sie erworben hat. Die Helfer, die einen besseren Tausch ermöglichen, sind auch schon in der Runde möglich, in der man sie, also zum Einsetzen möglich, in der man sie auch tatsächlich erhalten hat. Auch beim Anlegen gibt es noch gewisse Regeln, die man beachten muss. Die habe ich jetzt vorher noch gar nicht erklärt, weil es irgendwie sowieso selbstverständlich ist, dass man nicht die Teile irgendwie schief oder schräg auf diese Platte oder neben sie legen kann. Eine Seite muss immer angrenzend sein. Es ist auch nicht möglich, ein gleiches Teil immer wieder über das gleiche Teil zu stapeln. Das darf man nicht, also dürfen keine gleichen Teile übereinander gelegt werden. Und es darf natürlich auch nichts irgendwie in die Luft hängen. Aber dafür hat man eine Hilfe, und zwar diese Fundamente. Man könnte jetzt beispielsweise, wenn ich das da mal ein bisschen verschiebe, ein Fundament zum Beispiel hier platzieren. Und dann könnte ich dieses Teil auch so hinlegen, denn jetzt hängt es nicht mehr in der Luft, sondern es hat eben ein Fundament unter sich. Das Gleiche kann natürlich auch passieren, wenn ich das vielleicht schon ein bisschen höher anbauen möchte. Dann könnte ich genauso hier ein Fundament hinlegen und dieses Teil dann so platzieren. Das ist alles möglich und auch erlaubt. Wenn man beim Fundament platzieren ein Symbol überdeckt, wichtig, dieses Symbol bekommt man dann nicht. Wirklich nur die Symbole, die tatsächlich mit einem Landschaftsteil überdeckt werden. Wie schon vorher gesagt, das Spiel geht dann so lange, bis entweder nur mehr eine Sorte Lama-Karten ausliegt oder bis höchstens 4 Landschaftsteile noch ausliegend sind. Sorte ist dabei egal, also wirklich nur 4 Landschaftsteile. Danach wird die Runde zu Ende gespielt.
bis zu dem Spieler rechts von demjenigen mit dem Hirtenstab und danach kommt es zur Endabrechnung. Punkte bekommt man für die Lama-Karten in Höhe der entsprechenden Zahl, die aufgedruckt ist. Für jede Ware bekommt man einen Punkt. Für jeweils zwei Münzen bekommt man einen Punkt. Und dann bekommt man noch Punkte für die Aufträge, je nachdem, ob man sie auch tatsächlich geschafft hat oder nicht. Und auch nur für die Aufträge, wo man eben einen seiner Marker platziert hat. Wenn es einen Gleichstand gibt, dann gewinnt derjenige, der mehr Lama-Karten hat. Und das waren jetzt auch schon die Regeln für Lamaland. Achtung, es gibt auch noch zwei Varianten, eigentlich drei Varianten. Die Expertenvariante mit diesen goldenen Aufgabenkarten habe ich euch schon gezeigt. Dann gibt es auch noch die Anfängervariante, wo man diese Aufgabenkarten überhaupt weglässt. Das macht das Spiel vielleicht etwas kinderfreundlicher. Dann gibt es eben diese Marker nicht und auch nicht die Aufgabenkarten. Und dann kann man auch noch die Lama-Variante spielen. Und da ist es so, jedes Mal, wenn man eine Lama-Karte bekommt, muss man das Lama, das man eben aufgrund dieser Karte bekommt, auf dieses Teil platzieren, das man als letztes gelegt hat. Das macht das Ganze natürlich nochmal viel schwieriger und herausfordernder. Aber jetzt ab zum Fazit. Hallo beim Fazit. Jetzt beginnen wir wie immer gleich mit dem Material. Das Material, muss man sagen, ist bei diesem Spiel wirklich ausgezeichnet. Vor allem die Kartonteile sind von einer sehr robusten Qualität. Das ist nicht die normale Stärke von diesen Kartonteilen, sondern das ist ein bisschen mehr, was natürlich sehr gut und auch wichtig ist, weil man diese eben ständig in der Hand hat und neu anordnet und immer wieder benutzt. Auch die Ressourcen sind in der gleichen Dicke und etwas über dem Durchschnitt. Das heißt, von daher gibt es eigentlich überhaupt nichts auszusetzen. Die Lama-Holzspielfiguren schauen auch sehr gut aus und auch die Karten haben eine entsprechende Qualität. Also von dieser Warte aus kann man nur beide Daumen hoch sagen, das ist, oder geben besser gesagt, oder zeigen. Und das ist wirklich so, wie man sich ein Spiel eben wünscht. Als nächstes haben wir wie immer das Artwork. Beim Artwork muss ich sagen, bin ich jetzt nicht der größte Fan davon. Auch hier dieses Cover hat mich jetzt eigentlich nicht angesprochen. Hätte ich mich nicht vorher irgendwie ein bisschen drüber informiert und gewusst, um was es in diesem Spiel eigentlich geht. Rein vom Cover hätte ich dieses Spiel wahrscheinlich nicht gekauft. Das ist jetzt nicht so mein Stil. Auch, ich meine, die Karten, diese Helfer, die schauen schon okay aus. Es ist, ja, natürlich Geschmackssache, wie das Ganze gestaltet ist. Diese Teile hingegen finde ich wieder sehr nett und übersichtlich. Das schaut cool aus, das ist gut gemacht. Das Artwork wirklich auf den Karten selbst ist eben nicht ganz so mein Fall. Beim Spielgefühl der Spielmechanik. Hier muss ich vielleicht mal damit starten, wie ich mir das Spiel durchgelesen habe, wie ich die Regel gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, okay. Ist jetzt vielleicht, klingt ein bisschen fad. Mit der Einstellung bin ich dann auch in das erste Spiel gegangen und dann habe ich aber gesehen, okay, das ist eigentlich ziemlich tricky das Ganze, weil man muss eben schauen, dass man doch diese Teile so platziert, dass dann auch wieder auf den neuen Ebenen möglichst viele Symbole nebeneinander liegen. Natürlich immer wieder im Hinterkopf haben, man darf nicht die gleiche Form auf die gleiche Form drauflegen, das ist eben nicht erlaubt. Und da muss man schon ein bisschen vorausplanen, vor allem auch dann im Hinblick auf die Aufgabenkarten, weil man eben die entsprechenden möglicherweise Lama-Karten benötigt, wenn man diesen Auftrag gewählt hat, oder weil man eben möglichst schnell in die Höhe bauen möchte, aber auch nicht auf Kosten von wenigen Ressourcen. Da sollte doch auch irgendwie ein gewisser Ertrag da sein. Und das Ganze zu kombinieren, das ist schon dann gar nicht oder teilweise gar nicht so einfach und macht oder hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war dann wirklich sehr positiv überrascht von dem Ganzen. So, von der Mechanik her ist es natürlich ein Puzzlespiel, ist es auch in gewisser Weise ein Wettrennen um diese Karten hier und natürlich geht es auch darum, die Ziele zu erfüllen, denn diese können auch nochmal ausschlaggebend dafür sein, wer denn letzten Endes die Nase vorne hat. Also vielleicht am Anfang doch noch dieses Gebiet erweitern und schon früh
die Ziele zu setzen, kann ein entscheidender Vorteil in der Endabrechnung sein. Natürlich ist es da umso schwieriger, weil man halt noch nicht weiß, was man dann tatsächlich möglicherweise schaffen wird. Was machen die anderen? Schnappen die einem die Karten weg? Also es ist wirklich eine spannende Kombination, die durchaus sehr, sehr in einem Finale gipfeln kann, wo es nicht immer ganz klar ist, wer denn letztendlich den Spielsieg davongetragen hat. Wichtig oder sehr stark empfinde ich auch diese Helferkarten, die sollte man auf jeden Fall schauen, dass man sie bekommt, denn sie geben eben mehr Ressourcen und immer einen Bonus. Und wenn man die eben recht früh hat oder sehr gut einzusetzen weiß, dann hat man natürlich eine gewisse Quelle an Ressourcen und Rohstoffen, die man braucht, um diese Lama-Karten zu bekommen. Also die sind schon sehr stark und da habe ich die Erfahrung gemacht, wer da eher weniger davon hat und die kaum nutzen kann oder will, der hat es schwer, den Spielsieg für sich davon zu tragen. Als nächstes kommen wir zum Thema. Das Thema ist gut dargestellt, sagen wir mal so. Es ist allerdings jetzt nicht ein absolut thematisches Spiel. Es ist gut dargestellt deswegen, weil diese Hochebenen so schön langsam aufgebaut werden. Das geht immer weiter in die Höhe und es entstehen so diese terrassenförmigen Gebilde. Das schaut wirklich cool aus. Entspricht eben auch irgendwo in gewisser Weise diesen Hochländern in Südamerika. Also von dem her ist es thematisch, ja. Für mich ist es aber dennoch eher dieses Puzzlespiel, wo ich versuche, geschickt diese Teile zu legen. Und das Thema spielt hier für mich jetzt nicht unbedingt die größte Rolle, sage ich mal. Dann haben wir wie immer noch den Einstieg. Der Einstieg in das Spiel ist, glaube ich, okay. Es gibt Spiele, die sind sicherlich einfacher vom Einstieg her. Es ist doch ein bisschen etwas zu erklären. Man muss sich schon merken, okay, beim Erweitern darf ich dann Ziele setzen. Beim in die Höhe bauen bekomme ich die Ressourcen und kann dann eventuell auch die Lamas füttern, um die Lama-Karten zu bekommen. Das muss ja vielleicht ein, zwei Rundenzüge gespielt werden und dann sollte es aber dennoch sitzen. Also es ist jetzt keine Hexerei, es ist aber vielleicht auch nicht ganz so einfach und überschaubar am Anfang, wie das Ganze abläuft. Die Regel selbst ist aber auf jeden Fall sehr gut geschrieben und da sollte man keine Probleme damit haben. Und dann kommen wir noch zum Wiederspielreiz. Der ist meiner Meinung nach auch durchaus gegeben aufgrund dieser verschiedenen Aufgabenkarten. Aufgrund der doch immer verschieden zusammengesetzten Stapel von diesen Teilchen. Also man wird jetzt, ich meine, vom Spielgefühl her verändert sich natürlich nie jetzt großartig etwas, aber die Zusammensetzung ist dennoch irgendwie immer anders. Die Punkte in diesen Lama-Karten sind auch immer anders verteilt und eben, wie gesagt, die Aufgabenkarten variieren auch. Also man versucht nicht immer dasselbe. Manchmal ist es auch wichtig, dass die Lamas nicht am Rand sitzen, sondern irgendwie in der Mitte. Das ist vor allem eine sehr schwierige und eine Aufgabenkarte, die sehr tricky zu handhaben ist. Also das ist gar nicht so einfach, dass man das dann tatsächlich auch schafft. Und somit komme ich jetzt auch schon zu meiner Endwertung. Ich würde Lamaland 7,5 Punkte geben. Deshalb, weil es erstens sehr ansprechend aussieht, wenn es dann, wenn es so in die Höhe wächst, diese Terrassen, das schaut wirklich cool aus, wenn die Lamas dort platziert werden. Das ist ein Spiel fürs Auge letzten Endes in gewisser Weise, jetzt abgesehen von meinem Geschmack beim Artwork. Und zweitens, es ist wirklich nicht ganz so einfach und etwas anspruchsvoller, diese Hochebenen so zu kombinieren, dass man halt auch dann immer wieder durch das Abdecken mit neuen Landschaftsplättchen zu den Ressourcen kommt. Also das macht wirklich Spaß, hier ein bisschen herumzutaktieren. Wie lege ich das? Wie könnte ich das legen? Und ja, ich habe es eh gerade gesagt, mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich war dann letzten Endes wirklich überrascht. Wir haben es bis jetzt gespielt mit 3 und 2 Spielern. Und natürlich muss man sagen, zu zweit geht es einen Deut schneller als zu dritt, weil man doch immer warten muss, was die Gegner machen. Zu viert wird es vielleicht noch ein bisschen länger dauern, aber es ist meiner Meinung nach auch noch deutlich auszuhalten und kein Problem. Die Downtime ist jetzt nicht allzu groß. Ja, wie gesagt, Lamaland von Lookout Spiele bekommt 7,5 Punkte, hat mir Spaß gemacht.
Und ich bin eigentlich immer gespannt auf die Spiele von Phil Walker-Harding, weil der hat schon jetzt ein ganz gutes Repertoire. Das war's für heute, das war's für diesmal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.